blonde hair, blue eyes that'll make you faint on sight. But she looks like trouble, her lips so kissable and poisonous. I know she won't be good for me. Wenn ich vorstellen darf, der Hafen in Motueka. Wie spricht man das eigentlich so aus? Motueka? Und da ist die Valerie. Weil mir macht das nichts aus. Ich sehe immer gut aus. Haare im Mund und so. Nein. Passt schon. Und wir trinken einen Chai Latte. Super lecker. Und ich bin im Becherverlust, den ich mir gerade aufgefallen. Ich habe erst gedacht, das wäre so ein Ding, wie man bei Starbucks bekommt, weil die Becher zu halten. Oder einfach, dass man besser anfangen kann. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist das sehr lecker. Genau, und wir sind jetzt in Motueka. Genießen die Sonne, weil es ist wunderschön. Und dann gehen wir vielleicht noch ein bisschen laufen, oder? Ja. Mal gucken, was der Tag noch so bringt. Hi! Also, wo sind wir noch? Ah ja, wir sind gerade beim Split Apple Rock. Der ist da vorne. Aber von hier sieht er nicht so wirklich gesplittet aus. Ich glaube, wir müssten mal nach da drüben laufen oder so. Was wir bis jetzt noch nicht gemacht haben. Wahrscheinlich, weil wir faul sind oder so. Nein. Nein, wieder nicht. Wir wollten heute auch nicht nur eigentlich 4 Stunden wandern und sind 5 Stunden den Berg runtergelaufen, um hierher zu kommen. Und saßen sonst nur in der Sonne rum. Nein, aber sonst ist voll schön hier. Wir waren vorhin schon an dem Strand, weil wir sind nämlich gerade... Also ich glaube, dass wir es jetzt nicht mehr sind, aber wir sind in der Nähe von Kaiteriteri und da waren wir in Kaiteriteri an einem Strand und der war halt direkt an der Straße und der war schon ganz schön, aber es waren halt auch viele Leute und die Straße und Boote und lauter so Zeug und jetzt ist hier einfach voll die schöne, ruhige Bucht. Ist ja auch sehr lustig hier. Muss man durch den Baum durch. Einmal bücken. Wir sind gerade auf einem Sea-Shuttle-Schiff und fahren am Able Tasman National Park entlang. Wir haben richtig schönes Wetter. Wenn wir morgen an einem Campingplatz, wo wir waren, dachten wir eigentlich, dass es irgendwie noch kalt ist. Aber es ist voll schön hier. Die Sonne kommt raus, es wird wärmer. Passt uns. Also wir sind jetzt am Avarua Beach angekommen und mit unserem coolen Boot und unserer Bootstour. Und hier ist es so unglaublich schön und das Wasser hat so eine geile Farbe. So eine schöne Farbe. Das Wasser hat so eine schöne Farbe. Tut mir leid, Omi, ich darf nämlich nicht mehr geil sagen. Und es ist so unglaublich schön hier. Das Wasser ist einfach so cool. Es ist so blau, türkis. Also erst wird es durchsichtig, türkis, dunkelblau. Richtig schön. Genau, und wir laufen jetzt zum Tonga Quarry Beach. Und werden dann wieder abgeholt. Eventuell. Hoffentlich. Hoffentlich. Und der Strand, an den sind wir auch schon vorbeigefahren, der ist auch voll schön. Und dann, wir haben jetzt 4 Stunden Zeit, bis wir da hinkommen. Und die Wanderung soll ungefähr 1,5 Stunden gehen. Und dann können wir da noch schön Mittag essen. Und ich habe eine Sandfly auf der Hand. Die sind nämlich hier ganz schlimm. Stechen, Unweh, rennen. Ja. Wir sind gerade auf unserem letzten Weg. Wir sind gerade auf unseren letzten Metern vom Tonga Quarry Bay. Sind jetzt fast 2 Stunden unterwegs gewesen, aber hauptsächlich, weil wir auch noch eine Pause gemacht haben. Und süß! Und es ist super heiß, super schwül teilweise. Und wir haben aber so einen schönen Strand noch gesehen. An dem sind wir mit dem Boot auch lang gefahren. Ohne Taruti. Ohne Taruti, glaube ich, ja. Und das ist so schön hier. Echt richtig cool. Und ich hätte nicht gedacht, dass es hier so warm ist auf der Südinsel. Das heißt ja eigentlich, dass die kälter ist als die Nordinsel. Aber irgendwie, ich schwitze. Meine Nase läuft, das wäre voll. Aber das nächste Mal, wenn ich das Klo finde, kann ich mir ein bisschen Klo. Und dann passt das wieder. Im Boot war es ultra stimmig und es war mega kalt. Wir hatten Mütze, Sweatshirtjacke, Regenjacke. Sie ist schuld. Sie hat keine Lust mehr. Auf jeden Fall war es da voll kalt, aber nur weil es so windig war. Und jetzt, weil wir halt laufen und die Sonne scheint und ja, und jetzt sind wir, glaube ich, da. Oh, ich bin schon wieder auf dem Weg zurück. Wurden uns halt abgeholt, weil wir waren uns nicht sicher, ob wir richtig standen. Da ist noch ein bisschen am Strand rum und die Sonne genossen, weil es